Ja, herzlich willkommen jetzt hier zum vierten Spieltag mittlerweile schon, der GYL. Und ja, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es heute gegen Atzen Jens. Und, Grüße ja, dich. Ja, hi. Ja, unsere Geschichte zum Spieltag ist ein bisschen länger. Ich weiß nicht, willst du mal erzählen? Also, wir wollten eigentlich ganz entspannt anderthalb Wochen, bevor das Video online geht, unseren Spieltag machen. Letzten Donnerstag, richtig? Ja, genau. Aber da hat es dann zeitlich nicht mehr gepasst, was ja nicht schlimm war. Haben wir einen nächsten Termin gemacht auf Sonntag, da können wir ganz entspannt spielen. Haben das dann auch geschafft und was ist dann passiert? Ja, wir waren im ersten Match, also im ersten Spiel des Matches und ja, wir sind da fleißig am Reden und wie man auch schon hier sieht in unserem Video, Paleo Mirror Match. Und die ziehen sich ja gerne immer ein bisschen und ja, da bin ich leider im ersten Spiel dann mal ins Timeout gegangen. Dann warst du so freundlich zu sagen, okay, das ist doof so, das machen wir nochmal. Ja gut, und das ist mir dann nochmal passiert. Ja gut, und dann so, haben wir gesagt... Genau, das Fazit war dann eher, wir haben zweimal 45, 50 Minuten gespielt. Genau. Und dann haben wir keinen richtigen Sieger bekommen, weil das Programm sagt, na, Alex hat verloren, weil er ist im Timeout. Und dann hätte ich 2-0 zwar gewonnen, aber hätten halt nicht wirklich zum Ende gespielt. Und das war mir zu blöd. So will ich nicht gewinnen. Und das ist auch für euch Zuschauer irgendwie doof, wenn ihr euch dann da 80 Minuten im Match anguckt, wo dann der Sieger feststeht, weil zweimal Timeout ausgerufen wurde. Und dann haben wir uns gesagt, na, wir versuchen es noch einmal. Das war auch noch am Sonntag, ne? Genau. Mit einem anderen Deck, aber ich habe immer nur das Deck vorbereitet, womit ich gerade die nächste Runde spielen möchte. Dann hat man halt hier unser Fun-Format Monotype nochmal ausgepackt, aber haben dann gemerkt, na, das ist auch nicht so das Wahre, wie wir wollen. Und dann haben wir uns noch einen dritten Termin gemacht für Dienstag, für gestern, und haben dann nochmal aufgenommen und haben halt gesagt, na, da wir keine Zeit hatten, uns was Neues auszudenken, lass uns einfach nochmal das Paleo spielen, wie wir es geplant hatten und dann einfach nachkommentieren zusammen, damit die Leute halt nicht so ewig davor sitzen, aber trotzdem irgendwie Unterhaltung haben von uns. Genau, ja. Genau, und da sind wir jetzt gerade. Ihr seht es vor euch, das sind so unsere ersten Starthände. Und ja, was sagst du denn so zu den Starthänden? Also wir müssen dazu sagen, du durftest anfangen. Genau, ich habe den guten alten Stein genommen und du hattest die Schere und dann durfte ich anfangen. Also ich durfte entscheiden und klar, man fängt jeder mit an, man fängt immer an eigentlich. Genau. Und ja, wir hatten beide Glück gehabt und den Topf gezogen. Ich weiß nicht, wollen wir mal starten? Na klar, mach mal das. Und dann machen wir los. Jo, und dann geht gleich der Topf. Genau, ich habe den Topf aktiviert und habe dann auch genommelt und gehe in die Endphase und da würde ich gerade mal anhalten wollen. Jo. So, ich zeige euch mal, was ich alles verbannt habe durch den Topf. Jo, das kann ich mir ja auch jetzt mal angucken im Replay, ne? Genau. Jo, da ging ein Fork weg. Genau, das eine Max C ist okay. Weg, Töricht, das ist weg, schon eine Barrier ist weg, ein paar Palios. Imperial Order ist jetzt nicht so wichtig gewesen gegen dein Deck, aber... ja, ich habe da auch gleich direkt eine Frage, warum hast du den Swapwalk nicht mehr auf die Hand nehmen wollen? Genau, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht, den mir wieder auf die Hand zu geben, um ihn im nächsten Spielzug wieder zu normeln, um mir dann den Täuschungsfrosch reinzulegen. Ja, natürlich, wie man es von mir gewöhnt ist, Misplay auf jeden Fall auch hier wieder am Start gewesen. Ansonsten, die Backrow sieht ganz gut aus, hast ein paar Palios, kannst mit Marella gut starten. Genau, hast Schutz, jo, okay. Ja, und die Barrier ist auch da und dann bin ich dran und zünde auch meinen Topf. Genau. Hab damit immer noch das Plus 1 sicher als Second, kann aber nicht viel machen. Also ja, ich kann auch mit dem Frosch starten. Genau, wollen wir gucken, was du gemeldet hast? Jo, können wir. Da habe ich... 2 Reckless Greed. Oh, okay. Und 3 Frösche. Ach war, was. War, naja. Aber die Ronin Toad, die sehen wir gleich bei mir nochmal. Später. Obwohl. Spoilere nicht, das war das dritte Spiel. Jo, na, auf jeden Fall starte ich dann halt auch mit dreimal dieser Leon Colia oder so, die halt was vom Returned wieder in den Friedhof packt. Genau, die war richtig gut. Jo, ich dachte erst mal, oh shit, aber irgendwie war es ja dann doch okay. Und ich habe dann vergessen irgendwie... Nee, du hast gleich was geschossen in der Endphase, ne? Genau. Genau, ja. Oder so.
Ach nee, also ich wollte in der Endphase schießen, aber das ging irgendwie nicht. Keine Ja, Ahnung. irgendwie, man muss dazu sagen, wir haben beide noch nie wirklich Paleo gespielt. Und haben deswegen wahrscheinlich alle schon ein paar Fehler gemacht. Also wir haben das Timing öfters mal verpasst, irgendwas zu aktivieren, wo es gerade wichtig wäre. Ja, also in Real Life habe ich das Deck zwar auch, aber als Ach so. 40-Karten-Version und da habe ich das auch schon öfter gespielt, aber hier ist es ein bisschen schwierig manchmal. Man spammt zwar die Uncanned-Taste, aber es reagiert trotzdem manchmal nicht. Ja, genau, deshalb ist das halt manchmal zustande gekommen. Und nee, um die Leon Chuilas habe ich dich echt beneidet in dem Game. Das war richtig gut. Ja, die waren schon in Ordnung, weil Ressourcen sind halt immer wichtig und ich kann es halt echt schlecht einschätzen, wie viele Ressourcen man braucht, damit man so ein Spiel gegen ein anderes Paleo gewinnt, aber naja, gut, dann machen wir mal weiter. Ich bin ja gerade schon Spielzug 4, ich habe glaube ich ein bisschen vorgespult. Ja, ich bin jetzt auch in Spielzug 4, ja. Gut. Nämlich da. Genau, da Normals in Stropfrog und auf die Beschwörung von der Ronin-Toten habe ich meine Barrier aktiviert. Genau. Und ich habe dann Palios aus dem Friedhof geholt, ne, und wollte genau angreifen. Genau, und die habe ich dann ordentlich verbannt. Genau, weil das war wieder mein Fehler, dass ich da irgendwie nicht nachgedacht habe. Ich dachte so, oh cool, ich krieg die auf der Hand. Habe dann halt die andere Palio noch geschaint, aber dann werden die halt entfernt. So, und dann hat man eine krasse Kettenbildung. Ja. Ich lasse sie auch die ganze Zeit durchlaufen. Ja. Genau, diesmal habe ich dran gedacht, den wieder auf die Hand zu nehmen und wieder zu normal. Ich dachte, ich mache einfach mal Minus, um ja, Ressourcen wieder irgendwie im Friedhof zu bekommen. Und ja, der Foxwap leistet Arbeit bei dir. So, dann komme ich auf die erste Toad bei mir gerade. Achso, okay. Dann stoppe ich mal ganz kurz. Einen Moment. Achso, du bist schon weiter, ne? Ist doch kein Problem. Sag mal Bescheid, wenn du in der Endphase bist. Jo, ich bin jetzt Spielzug 7. Ach, ja, genau. So, dann kommt wieder der Frosch und dann kommt deine erste Toad gerade. Ja, genau. Passt, dann sind wir gerade gleich auf. Sehr so, schön. Ja, da kommt und jetzt meine Mirror Force. Ja, das Lustige ist dann halt, dass wir wirklich immer wieder die Fallen getauscht haben durch die Frosche. Ja, ne? Ja. Ich brauche die jetzt auch. die gingen echt rum. Gerade auch Lost Wind. Ja, ja. Zack. Oh, hier, wie man jetzt gerade auch sieht. Ja. Ansonsten, das geht halt echt lange, also hin und her, ja. Immer ein paar Aktionen, mal mehr, mal weniger. Genau. Und ich habe halt dann das Strike gezündet, das war glaube ich gar nicht so schlecht. Also Strike und Warning waren glaube ich die besten Karten, also wenn man die hat im Mirror Match, ja. weil da kann man keine Fallen drauf anketten aus dem Friedhof, da kann man genau auch sonst nicht viel gegen machen. Ja. Und da war ich dann auch ziemlich zufrieden über meine Side-Deck-Wahl, das sehen wir ja dann auch noch später, was hier jetzt Konterfallen angeht. Ja, ich habe meinen Toad und mein Opa Benir und habe dann somit auch erstmal, wie es gerade aussieht, die Nase vorn. Jo, hast mich schon gut runtergedrückt auf 1-1, genau, und kannst weiter aufbauen. Und hast dann auch das Spiel, glaube gerade, jo, das sieht aus, als ob das dein Spiel wäre. Da negierst du mir noch den Jack. Ja, und dann hast du das erste Spiel. Steht's 1-0 für dich. Genau. Suchen wir mal das zweite. So. Sag Bescheid, wenn ich jo, sonst... jo, das zweite ist jetzt offen bei mir und ich habe okay mich vorne, genau. Ja, dann cool geht's los, ne? Alles klar, startet. Spiel 2 starte ich dann mit 2 Card of the Mice auf der Hand, aber ich möchte erstmal mit Swapfork mir Ressourcen reinschaffen. Genau, ich habe da meine Side-Deck-Karte, eine meiner Side-Deck-Karten schon gezogen, die Lanze. Genau. Eigentlich hatte ich eigentlich gegen Infernoid gebordet, aber ja, fand ich hier auch angemessen. Wir können ja mal kurz auf Stopp drücken und deine Hand angucken. 2 Lancia-Start mit Max C, 3 Handwraps hat natürlich mein Play total versaut. Da habe ich mich geärgert, da hätte ich lieber Card of the Mice aktiviert, anstatt halt auf die erste Toad gehen zu wollen. Hm. Aber ich dachte halt, wenn du die Möglichkeit hast, im Mirror-Match gleich eine Toad zu holen, dann kommt klar halt Standby-Phase, so ein Dupe-Fork und du hast erstmal Plus gemacht, hast Feldkontrolle. Ja. Das war mein Plan und dann kommt die Lancia erstmal für dich für minus 1, aber war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Gut, und dann startest du mit Swap-Fork und genau kannst aber nur eines setten, wo ich dachte, oh krass, der hat, glaube ich, keine gute Hand. So, und dann kommt noch eine Lancia, aber zum Glück zur richtigen, viel zu früh, sage ich mal, für mich, also für dich, weil ich halt dann umswappen konnte auf Card of the Mice.
Du bist jetzt im vierten Spielzug, ne? Genau, genau. Okay, super. Jetzt mache ich gerade die Barriere auf dein. Ja, genau, okay, passt. Ja. Genau, und dann machst du mir jetzt Schaden, aber ich konnte dann meine Falle aktivieren, weil du keine mehr im Friedhof hast. Genau, das war ein bisschen doof. Du hast immer ordentlich welche im Friedhof gehabt. Das war cool. Und da habe ich meinen Max-Ziel von der Starthand mal benutzt und tatsächlich in das Flying Sea gezogen. Das war frech. Das war richtig cool, da habe ich mich so gefreut, wirklich. Ja. Da habe ich mich totgelacht bei. Ja. Und dann habe ich aber einen Fehler gemacht, den sieht das man dann ist, aber gleich. Noch. Sehen Sie gleich. Da warst du so euphorisch und dachtest wahrscheinlich, ja, locker 2-0, die Ärzte, die jetzt fertig sind. Aber dann machst du einen brachialen Fehler, du lässt deinen 1-2er in Angriff. Genau. Oder ich habe ihn überhaupt in Angriff geholt. So. Ja, also. Genau. Und vielleicht hätte man den in Death holen müssen, damit ich mehr Schaden fresse. Weil ich hatte jetzt den Plan, oh, ich kann den ja in Angriff drehen. Zerschießt genau, ihn dann greift er einfach an. Der Frechdachs. Und kann dann selber mein Feld aufbauen. In der Main Phase 2. Und dann kommt der brachiale Fehler. Ich wähle aus Versehen deins Warfog anstatt mein. Gib dir eine Ressource. das war doof. Ja, mal gucken, ob sich das gerecht hat. Das würde halt im Real-Life-Game gar nicht passieren, ja. Aber online, da passieren so viele Fehler, die man gar nicht einberechnet. Das ist, naja, aber trotzdem habe ich gerade gute Kontrolle über alles. Du hast immer noch keine Feinde im Friedhof. Ich kann dadurch meinen Fiend Griffin aktivieren, habe sogar noch einen Jack, der seinen Effekt aktivieren kann, habe aber nur 3 Zauberkarten, die ich irgendwie mir nach oben pushen kann. Ah, der Twin Twister. Hattest du Twin Twister eigentlich gesided? Ja, na, Twister wurden gesided. Ja. Der kam ja auch einigermaßen gut, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. So, und dann versuche ich halt irgendwie das Game mir zu holen. Und dann kommt meine nächste Side-Karte, die Wiretap, wo du halt überhaupt nicht drauf reagieren kannst. Ja, die kam nicht gut. Und dann reicht es tatsächlich für das 1-1, indem die Ronin-Kröte die letzten 100 Schaden macht, die halt übel können. Das war auch cool. Richtig frech. So, dann stand es 1-1 bei uns. Genau. So, und dann hatte ich halt Angst, oh shit. Ach nee, warte mal. So. Jetzt swap ich mal. Ich bin im Spielzug 1, hab da Pause gedrückt. Ja, gut, ich fange an. Spiel 3 fängt dann an. Er darf wieder starten. Ja, hab Card of the Mice gehabt, ordentlich Backrow gesettet und meine Ronin Totem. Und ich hab wieder zweimal Card of the Mice start. Oder ist das, bin ich im richtigen Spiel? Denke schon, ja. Jetzt Mathematiker. Ja, ich hab. Den gebe ich dir auf die Hand. Halt, ich glaube, ich habe wieder das zweite angemacht. Okay. Oder? Also ich bin gerade. Weiß ich nicht. Ich bin gerade spielen. Also, obwohl ich habe einen Twin Twister Start, das könnte auch das dritte sein. Twin Twister Start hast du gehabt? Warte, ja. lass uns mal noch kurz das dritte nochmal starten, ich glaube. Okay. Wir starten das nochmal, kein Problem. Exit. Oh, weil ich sag auch Yugi Pro ist, schließt sich gerade irgendwie automatisch. Hä? Jetzt hab ich einen Disconnect beim Videos, beim Replay angucken. So, Watch Replay, dann ist das jetzt das letzte. Gut, jetzt bin ich wieder da. Also ich hatte es richtig geladen. Aber war irgendwie verwundert, weil ich jetzt schon wieder zweimal Card of the Mile Start hatte. Aber ja, so war das ja. Okay, alles klar. Gut, Spiel 3. Geht's los, ja? Jo, Spiel 3 fängt an. Du darfst anfangen. Kann man davon ausgehen, du könntest gewinnen, ne? Hast Card of the Mice, hast eine Running Touch als Defense und gut Backrow. Genau. Ich habe wieder 2 Card of the Mice, wo ich erstmal gucken muss, dass ich die alle aktivieren kann. Und einen Twin Twister, den ich gerne gehabt hätte, wenn ich angefangen hätte. Aber gut, der macht vielleicht noch irgendwas später. Start mal das Ding mal. Und du kannst halt gut aufzählen mit Card of the Mice. Da fand ich halt die Mind Control richtig cool, die Idee, das in Mirror zu boarden. Ich hätte nämlich deine Toad oder so rübergenommen. Das hättest du dann annulliert, aber wenn es zum Beispiel schon draußen gewesen wäre oder so, hätte ich dann einfach meinen Downward Magician drüber gelegt. Ja. Und, oder F0 oder was auch immer. Und, Und dann kam halt der krasseste Move vom Spiel, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich es verloren. Die Spiegelkraft auf den Mathematiker, den ich dann in der Endphase wegen Card of the Mice abwerfen musste. Genau. Ja, und du baust wieder ein ordentliches Feld auf und ich dachte so, oh, das wird eng. Aber ich habe den Vorteil, ich habe schon viele Feinde im Friedhof und du eher noch nicht, ne?
Genau, ja. Aber du musst auch erstmal meine Toad wegbekommen. Jo. Hab dann auch hier meinen zweiten Wind reingelegt. Mhm. Und ja, genau, jetzt hast du meine Toad wegbekommen. Und hab dann irgendwie auch gemisplayed, weil du durftest irgendwie eine Falle aus dem Friedhof aktivieren. Ja. Irgendwie war ich nicht ganz da. So, und du topdeckst in den Topf. So, und jetzt kommt der Topf. Wollen wir mal kurz stoppen, was ich verbannt habe? Jo. Gut. Als ich da geschaut habe, da war für mich klar, das wird eine enge Kiste. Weil wie man sieht, zwei Kröten. Beide Rolling Toads. Okay. Beide Rolling Toads. Ja, also ist die ganze. Das ist bitter. Ja, die ganze Frog Engine erstmal hinfällig, außer du hast halt die Falle, die wieder ins Deck reinholt, ne? Und da genau, hattest du... eine davon habe ich auch eine schon im Friedhof? Genau, und ich spiele nicht mehr als zwei. Ach so, also waren die... Also ab da war mir schon klar, dass es echt eng wird. Ja, krass. Aber eigentlich warst du ja gut im Spiel. Na gut, dann habe ich mein TT... Dann habe ich mein TT gezündet. Ja, aber ich spiele jetzt auch wieder ab. Ja, genau, da ist der TT gewesen. Den negierst du mir und übernimmst du. Genau. Und jetzt kommt diese Random Action mit dem Jack. Jo. Und da habe ich glücklicherweise einen Reckless Greed aufgezogen. Da durftest du erstmal deine Fallen aktivieren, das war mir recht egal. Oh, Barrier und Strike nachgezogen, jo, das natürlich stark. Das war gut. Dann. So, da versuchst du jetzt, meine Monster zu schwächen, um einfach mir schon mal Schaden zu drücken und meine Fallen einfach zu verbannen. Ja. Das war auch richtig gut. Ich habe aber noch meinen Maxey auf der Hand. Hatte zwischendurch auch überlegt, das einfach zu normal für ein Exit-Play, aber das ist so viel Backrow. Das wäre nicht gut gegangen. Dass man da eh nicht durchkommt. Ja, ja, irgendwie mittlerweile habe ich gut die Kontrolle übernommen. Card of the Mice zündig gerade. Genau. Und hast da zwei passende Frösche in den Friedhof bekommen. Mhm. Dass du da auch gleich deine Toad machen kannst. Ich chain hier den reißenden Tribut, aber du hast wieder dein Wire-Tag. Jo. Als ja, die Karte war echt gut. Genau, also. Habt. Und die hat echt gemacht so. Die war echt nicht schlecht. So, dann kann ich für Schaden erstmal angreifen. Aber du genau. Hast halt... Annulieren. Ja, den Swap-Fog, der ja gar nichts mehr bringt so richtig, aber hast halt noch deine Spiegelkraft, ne? Genau, ja. So, und dann kettest du jetzt das Maxey auf meine Bait-Door. Das habe ich halt gemacht, weil sonst hätte ich es abwerfen müssen mit dem Dynamischus. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich schon mal präventiv aktiviert gehabt. Und konnte dann auch hier eine Karte ziehen und habe meine Lancia gezogen. Und jetzt kommt ein Move, wo du überhaupt nicht drauf klargekommen bist. Gleich im nächsten Spielzug von mir. Das hat dir ordentlich Kopf. Ich verstehe gerade nicht, warum du Lancia nicht aktiviert hast. Weil, wolltest du es wirklich Tribut beschwören? Wusstest du das da schon einen Zug vorher? Weil ich habe ja Ronin zweimal aktiviert. Ich hatte es überlegt zu machen. Ja. Ich hatte es überlegt zu machen, aber mir war klar, dass du so oder so auf deine Toad kommst. So, da hatte ich einen Topdeck Raigeki. Weil ich erstmal wissen wollte, was liegt denn da? Was, das musste ich weghauen. Also, hätte ja sonst was sein können. Und ja, kette dann meine Falle drauf an, dass ich dich zwinge, halt was zu aktivieren. Jo, und Mayfest 2 kommt noch die Downer drüber, weil der Frog brachte mir ja gar nichts mehr. Ja, klar, ja. So, ich dann wieder mit 100 Lebenspunkten. Das ist krötenverdächtig. Und ja, trigger dann noch mein Blackjack. Genau, bist schon, glaube ich, ein Stück weiter als ich. Dann kommt das Strike auf den Blackjack, ne? Oder... Ach so. Nee, noch nicht. Also bei mir noch nicht. Bei mir ist immer gerade Spielzug 17. Jetzt sind wir in der 18. Ja, bei mir auch. Okay. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn wir hier beide parallel unsere Replays aufnehmen. Jetzt kommt der Strike auf den Blackjack. Genau. Ja. Und dann topdecke ich eine Kröte und die reicht dann wieder für Game. Damit habe ich dann 2-1 gewonnen. Also es hat wieder wirklich ganz genau gereicht. Ja. Ja. So. Dann verdient gewonnen. Also war. Dankeschön. Also so ein Paleo Mirror ist immer die pure Pest quasi. Ich habe jetzt gut Erfahrungen damit gesammelt und merke, also das will ich gar nicht in einem Turnier spielen und online erst recht nicht, weil online so viele Fehler passieren können.
Naja, und im Turnier habe ich halt auch schon öfters mitbekommen, dass die teilweise da 40 Minuten Overtime haben, obwohl die schon im Sudden Death sind, weil halt erstmal ewig kein Schaden passiert, ja. Ja, genau, klar. Und ja, cool, aber dann haben wir es letztendlich doch geschafft, dass wir irgendwie eine schöne Aufnahme haben und Spieltag 4 genau vollbracht haben. Du stehst jetzt leider 1-3, richtig? Ja, ich 3-1, bin noch gut oben dabei. Aber es hat Spaß gemacht, dich mal kennenzulernen. Und für alle, die so zugucken, zuhören, schaut auf jeden Fall mal beim Alex Zockt auf dem Channel. Der macht richtig coole Videos. Und jo. Ja, danke, kann ich nur so. Was hast du jetzt alles insgesamt geboardet? Ich hatte dann letztendlich doch ein paar Karten mehr für mich gefunden, die ich boarden möchte aus dem Side-Deck, wie ich es so hatte. Also ich hatte Raigeki ja, geboardet gehabt. Auch. Mind Control. Okay. Ein schwarzes Loch. Ah, die Löcher habe ich drinne gelassen im Side-Deck, wo ich dachte, na, vielleicht habe ich doch öfters mal selber was auf dem Feld. Mhm. Jo. Dann hatte ich noch 3 Flying Seas und 3 Lanzen. Jo, krass. Ich hatte halt die 3 Wiretap, die 3 Twister und dann halt die 2 Bait-Doll, weil da ein Kumpel noch mehr geraten hat hier. Die kannst du auch gegen Decks wie Denko Sekka boarden. Weil, wenn Sekka liegt, kannst du halt deine eigene anzielen. Die wird dann gezwungen zur Aktivierung, wie zum Beispiel das Book oder hier der Dino Missish oder so, wie der heißt. Ja. Und dann wirst du halt Denko dadurch los, indem du deine eigene damit anzielst. Stimmt, das ist cool. Wo ich halt dachte, jo, da hat er echt eine Idee. Und ansonsten im Mirror Match ist halt mehr oder weniger auch noch ein Removal, um irgendwas wegzubekommen, ja. Und ja, war ja vielleicht auch ein bisschen wirksam gegen dich, als ich es einmal aktiviert habe, weiß ich nicht. Aber du musstest dein Maxi abwerfen und ich konnte mich drauf einrichten, war gar nicht so schlecht. Ja. Genau, gut. Was wollen wir den Leuten noch mitgeben? Tier 1 ist nicht so unseres, hoffentlich spielen wir in der Rückrunde, falls es eine gibt, gegeneinander in einem anderen Format. Ja, ansonsten so Eindrücke, du bist ja neu in der Liga. Wie gefällt es dir so mittlerweile? Ja. Wir haben ja sicher noch ein paar Minuten zum Quatschen. Genau, also ich finde erstmal den News-Channel von Matze oh, richtig ja cool. Wenn ihr den nicht kennt, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Hey, da freue ich ja, mich ja, jetzt drauf. Wo wir gerade aufnehmen, Mittwoch ist nicht heute wieder Tag, wo er Spieltag 3 irgendwie rückblickend betrachtet mit Smitty. Oh, da. Ach, macht das jo, immer Mittwochs? Ich habe. Das kommt okay. Mittwochs meistens online, wenn er es schafft. Dann freue ich mich gleich schon in meine Abo-Box. Ja, zu gucken. Cool. Also, Mats ab. Ja. Nicht unterschätzen. Der ja ist gut. Der macht gutes Zeug. Ja. Ansonsten so, von den Spielern her, gegen wen hast du denn schon gespielt? Du hast auch schon gegen René Brain gespielt, ne? Genau, ja. Gegen Victor und gegen den Yu-Gi-Oh! Nice Guy und gegen Eugen von CCG. Ja, ja, gegen Eugen habe ich meinen ersten Sieg geholt. Ja. Ist ja auch nicht schwer, gegen Eugen zu gewinnen. Ja, er ist halt immer on Tour, ja, ne, und hat dadurch halt wenig genau Zeit. Ist schön, wie du die ganzen Witze mit aufnimmst und mit weiterführst mit deinen ganzen Videos, so Alex zählt, Alex kocht. Gut. Ja, das hat sich ganz gut eingebaut. Auf jeden Fall habe ich weiter ein Auge auf deinen Channel und vielleicht machen wir mal dem nächsten Projekt zusammen. Weiß nicht, vielleicht fällt uns ja was Cooles ein. Gut, ja. Ansonsten bedanke ich mich für das Spiel und viel Erfolg noch in der Liga, ja, viel Spaß auch vor allem. Und ja, allgemein auch viel Spaß auf YouTube mit deinem Channel. Ja, danke, kann ich alles nur Gedanken. Na, hat mich gefreut und beim nächsten Mal haben wir hoffentlich keine 4 Aufnahmen, sondern nur 1 oder 2. Ja, und hoffentlich kein Paleo. Und an die Zuschauer, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Wir glaube, das genau Video wurde 12 Uhr. Haben wir 12 Uhr Zeit? Ja, ich glaube, ne? Das habe ich ja, nee, ich bin der Meinung, 12 Uhr ist das hochgeladen worden. Und so viel Spaß noch bei den anderen 6 Paarungen, die jetzt, glaube ich, kommen. Genau. Plant einen langen Tag ein. Oh Mario ja. Mario Mirrors werden dabei sein. Ich denke mal, wenn es Victor gespielt hat, dann will er sein 2 Stunden Monarchen Mirror Match von Season 1 toppen. Gut. An dieser Stelle, ich verabschiede mich. Ja. Ich bedanke mich auch fürs Zusehen und ja, wünsche noch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Das war Spieltag 4 gegen Alex Zockt in der German YouTube League, Leute. Ich stehe da mit 3-1 immer noch positiv dabei. Nächste Woche gegen Eugen Heid von CCG. Mal schauen, ob er wieder unterwegs ist oder ob er einfach mal zu Hause gegen mich spielen möchte. Das ist dann wieder Format 2, also Tier 2 Format, ohne den ganzen Meta-Kram.
Freut euch drauf, das wird sicher auch wieder ganz lustig. Und ich denke mal, da werde ich mal wieder, weil ich Bock drauf habe, mit Facecam arbeiten und ein bisschen mit meinen Zuschauern, mit euch, da interagieren. Weil habe ich jetzt im ersten Spieltag gemacht, jetzt die anderen drei im Skype-Gespräch mehr oder weniger vollbracht, oder jetzt im Nachkommentieren. War mal eine andere Art, das Video zu erstellen, hat mir auch so Spaß gemacht. Aber ich möchte dann doch so bei meinem Stil bleiben und ein bisschen beim Zocken nebenbei mit euch reden. Jo, also bis nächsten Sonntag, macht's gut, euer Jens.